Jo, YouTube, was geht ab? Wir am Start mit Partyfahrt. Was geht, Leute? Und Tim ist da oben, der hat gerade einen Seilaufgang, der krabbelt gerade wie ein Affe rum. Wir springen heute durch diese drei Ringe. So, Leute, Max wird jetzt anfangen. Geh mal kurz aus dem Bild. Warte mal, mit dem Schwingen und er will dort in die Ringe rein. Wenn er einen trifft, auf jeden Fall klar gemacht. Ja, gib ihm. Was ist das? Der Girl, erste Round. Da komm ich doch nicht mehr hin. Mach. Ja, okay, er hat noch einen. Das war knapp daneben, ist auch vorbei. So, Partyfahrt ist als nächstes dran. Das war der Schnelle. Ich wollte nur Spitz. Ja, Leute, das ist kranker Shit hier. Wir machen hier die geile Challenge durch die Ringe. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben 300 Abonnenten-Special hier gemacht. Eigentlich übelst geiles Video. Ich finde, eigentlich ist es immer noch das geilste Video, was wir bis jetzt gemacht haben. Interview machst du nicht, oder? Gut, nicht so. Ich mach grad ein Interview, unterbrech mich nicht. Stefan, oh Gott, merkt, ich sag schon wieder, Stefan, ist auf jeden eine Behinderung, so ein bisschen wie Tourette, aber man findet sich mit ab, ne? So, Tim ist am Start. Der war nicht durch, da sind beide Beine drin. Nein, du musst ganz durch. Na, Tim? Hey Leute, ich habe auf jeden Fall klar gemacht, aber mein Problem war, ich habe mich nicht für einen Ring entschieden, sondern direkt zwei mitgenommen. Er wollte zweimal einlochen. Ist physikalisch einfach nicht möglich, dann da durchzukommen. Ja, Pat, zweiter Versuch. Gib ihm. Ah, der war leider auch nicht. So, Freunde, das ist echt schwerer als gedacht. Rudi schwimmt immer zur falschen Position. Tims zweiter Try. Mal sehen, ob der klar macht. Oh Gott, der Junge ist verstanden. Jetzt hat er verkackt. Jetzt hat er verkackt. Jetzt hat er eine Brücke. Schieb ihn nach da ganz weit. Er hat verkackt, Scheiße. Ja, Tim, sei Latten. Tim, schwing mal weiter. Schwing mal dein Leben. Alter, schwing mal dein Leben. Digga, schwing mal dein Leben. Ja, Tim hat sich auch gepanelt. Und wenn ihr euch fragt, warum wir immer Schuhe anhaben, wir haben eigentlich immer Schuhe an aus der Patrick gerade. Aber das ist halt hier gefährlich, hier sind wir oft Scherben und so eine Scheiße, da haben wir immer Schuhe anziehen, wenn ihr am Kanal rumlauft oder schwimmt. Und bei der Schaukel haben wir die an, weil wir da mehr Grip haben. Lasst mal ein Like da für die drei Ringe und schreibt in die Kommentare Hashtag Rudi der Schwimmer. Der Max macht Risk Hand Action. Jo, Leute, das war eine richtig knappe Kiste, ne? Der hätte sonst was passieren können, ne? Aber auf jeden Fall nicht nachmachen zu Hause, weil wir sind Profis, wir haben den Scheiß, machen wir beruflich, ne? Wir machen jetzt einen Richtungswechsel. Erst einmal herschwingen und dann zurück, weil dann kann man besser in Kontrolle. Und der dreht um, Leider nein! Du zumindest wieder dran, noch kein einziger von uns hat getroffen. Der war durch! Tim hat gewonnen, Alter! So, Freunde, Tim hat gewonnen. Der ist als einziger durchgekommen. Wenn ihr davon noch einen Teil sehen wollt, dann lasst mal 4444 Likes da. Wir überlegen, das auch mit der Schaukel zu machen. Tim hat zwar am Kanal gewonnen. Normal, Mann. Aber das lasst nicht auf mir sitzen. Wir sind jetzt noch hier. Wir spielen jetzt noch hier weiter. Wir werfen jetzt hier hin ins Wasser. Und wer zuerst einen Körper oder irgendwas da durchmacht, hat gewonnen. Und ich sage, lasst die Spiele beginnen! Gott, so eine, was? Digga, der kann gar nichts, der kann gar nichts. Max will jetzt durch diese Ringe da springen, aber ich persönlich glaube halt, dass sie zu weit weg sind. Die voll weit. Aber der Moreno, der macht das. Mach Auerbach halt das. Hat er getroffen? Boah, geplatzt, Junge! Du fetter Antisportler! Ja, Tim, komm. Ja, so. Fackel nicht lang hier. Das war leider daneben, oder? Ja, Mann. Max, was machst du? Ein Auerpass. Oh Gott, klar gemacht! Nee. Digga, der hat geklärt. Ja, Mann! Chill, ja, Junge!